Es ist 16:35 Uhr und ich darf den Herrn Stroppbeck begrüßen, Obmann des Coding Clubs Linz und Mentor bei zahlreichen Coder-Dojos. Man beachtet das Logo. Und der wird uns heute etwas zum Thema der Blockskript- oder Blockprogrammiersprachen erläutern. Ich habe selbst ein bisschen Erfahrung gemacht, Stichwort Kara. Ist so eine. Aber es ist ein ganz spannendes Thema, weil man ja einerseits visuell, aber natürlich dann auch textuell die ersten Schritte Richtung Codeentwicklung mit Schülerinnen gemeinsam machen kann. Und das ist ein spannendes Thema für die gesamte Gesellschaft. Alle wissen, dass wir viel zu wenige Fachkräfte in diesem Bereich haben. Und oftmals ist natürlich auch schon die Frage, wie kann man darüber begeistern, ja, junge Menschen in diese Thematik einzuführen. Und da ist es eine Möglichkeit und ein Weg. Herr Struppek, bitte. Herzlichen Dank. Ich hoffe, man kann mich gut hören und ich hoffe, man kann meinen geteilten Bildschirm schon sehen. Danke für die nette Einleitung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf zum wiederholten Male. Ich darf öfter mal über dieses Thema reden, weil es mir sehr am Herzen liegt. Ja, genau. Ich bin der Obmann des Coding Club Linz. Wir sind der Trägerverein des Coder Dojo Linz. Das ist eben ein Programmierclub für 7- bis 17-Jährige. Und von daher habe ich gerade in dieser Altersgruppe, so ab 7, 8 Jahren, bis rauf in die, ins Jugendlichenalter, relativ viel Erfahrung im Umgang mit AnfängerInnen, die programmieren lernen möchten. Außerdem unterrichte ich einen Tag pro Woche an der HTL Leonding und darf dort die schon etwas älteren Jugendlichen zur Matura führen im Bereich von Programmieren. Nun, das Ganze mache ich deshalb, weil ich selbst seit fast 30 Jahren begeisterter Softwareentwickler bin. Ich schreibe gerne Code, ich lerne in diesem Bereich gerne neue Dinge dazu. Das ist eine große Passion von mir und würde ich es nicht als Beruf machen, dann wäre es mein Hobby. Und mein heutiges Thema ist nur ein klein wenig Blockprogrammieren. Ich möchte heute ein wenig das Spannungsfeld betrachten aus Blockprogrammierung einerseits und auf der anderen Seite textuelle Programmierung. Denn wenn wir uns ehrlich sind, in der Wirtschaft, weil angesprochen wurde, Fachkräftemangel, in der Wirtschaft wird natürlich von professionellen Entwicklerinnen und Entwicklern textuell programmiert. Und in der Schule, in den Schulstufen, Unterstufe, Oberstufe, beginnt man oft mit dieser Blockprogrammierung. Und ich habe hier schon oft mit LehrerInnen, Kolleginnen die Diskussionen darüber geführt, ob es gut ist, dass man mit Blockprogrammieren beginnt, wie man die Kinder und Jugendlichen dann in die Welt der textuellen Programmierung überführt, welche Erfahrungen wir da gegenseitig haben. Und ich dachte mir, das wäre vielleicht einen Beitrag bei diesen E-Education-Praxistagen wert. Und genau das möchte ich gern in den kommenden rund 25 Minuten mit Ihnen gemeinsam betrachten. Die Slides, die ich hier herzeigen werde, die ich als, wie soll ich sagen, roten Faden für meinen Vortrag verwenden werde, die stehen Ihnen online zur Verfügung. Ich habe sie bereits mehrfach in den Chat reingepostet. Ich werde es jetzt noch einmal machen für die Kolleginnen und Kollegen, die gerade erst dazugekommen sind. Okay, legen wir los. Wenn man Informatik oder Programmieren unterrichtet, dann wird gerade in höheren Klassen, in HTLs, das Ganze sehr strukturiert angegangen. Wir reden über Algorithmen, wir reden über Kontrollstrukturen, wir reden über Datentypen. Wenn man sich ehrlich ist und man zurückschaut, einige Jahrzehnte, wie Informatik unterrichtet wurde, dann hatte das Ganze einen sehr mathematischen Ansatz, einen sehr logischen Ansatz. Man hat versucht, ein solides theoretisches Konzept zu entwickeln und auf Basis dieses theoretischen Wissens, dieses Grundwissens, hat man dann versucht, Schritt für Schritt für Schritt die Lernenden dorthin zu führen, dass sie wirklich Programme schreiben konnten. Jetzt hat man, wenn man das mit Kindern und Jugendlichen macht, ein riesengroßes Problem, nämlich genau das hier. Ein Problem, das man sehr oft in naturwissenschaftlichen Fächern hat, dass nämlich die Kinder und Jugendlichen fragen, wozu? Warum sollte ich das lernen? Das ist so langweilig. Eine verkettete Liste, eine Schleife, eine Bedingung, Boolsche Algebra, alle diese Dinge. Wozu? Mir fehlt der Kontext. Warum sollte ich motiviert sein, das zu lernen? Und genau dieses Problem bekommt man mit Blockprogrammierung recht gut in den Griff. Man sieht Blockprogrammierung hier auf dieser Slide auf der rechten Seite. Ich vergleiche das sehr gern mit dem Einstieg in Bauen mit Lego. Das ist veranschaulicht hier durch das Bild auf der linken Seite.
Blockprogrammieren ist denkbar einfach. Wer es noch nie ausprobiert hat, es gibt Plattformen wie Scratch oder MakeCode oder PocketCode und so weiter. Einfach mal ausprobieren. Ich habe heute nur 25 Minuten. Daher gehe ich davon aus, dass die Zuseherinnen und Zuseher entweder durch das Bild hier auf der rechten Seite schon erahnen können, wie das funktioniert, oder selbst schon ein klein wenig Erfahrung mit solchen Programmiersprachen, mit Blockprogrammierung gewonnen haben. Auf der rechten Seite sieht man schon, wie das Ganze läuft. Die Kinder und Jugendlichen können ähnlich wie bei Lego oder generell bei Klemmbausteinen verschiedene Bausteine nehmen und ganz einfach mit Maus oder auch auf einem Touchscreen-Tablet mit dem Finger aneinander hängen und auf diese Art kleine, meistens sind es Spiele oder Erzählungen oder Collagen oder ähnliches zusammenstellen. Das ist es, was Blockprogrammieren so großartig macht. Ja? Und genau darüber wollen wir jetzt ein klein wenig reden. Wir im Coder-Dojo, und das mache auch ich mit AnfängerInnen, wann immer ich es mit Kindern zu tun habe, in Sommerprogrammieren oder ähnliches, starte eigentlich immer mit diesem Ansatz des Creative Codings oder der Spiele. Spiele, das ist der Kontext. Das motiviert sehr viele Kinder und Jugendliche. Also nehmen wir Blockprogrammieren und entwickeln wir Games, Games, Games. Ich habe hier einige der Beispiele angeführt. Scratch, MakeCode, PocketCode, mit all diesen Plattformen habe ich Erfahrung. Es wurde vorher gerade ein weiteres Beispiel genannt. Hier gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Was sind die großen Vorteile dieser Blockprogrammierung? Nun ja, Tippen ist keine Hürde. Man unterschätzt immer, wie schwierig es dann doch ist, wenn man textuell programmiert, die richtigen Tasten zu finden. Dieses Problem gibt es bei Blockprogrammieren nicht. Man muss ein wenig suchen, ein wenig wischen, ein wenig mit der Maus herumfahren und alles ist gut. Englisch ist in den meisten Blockprogrammiersprachen kein Problem, denn man kann sie umstellen auf Deutsch beispielsweise. Wenn wir ganz kurz einmal für die, die es noch nie gesehen haben, Scratch starten, dann sehen wir hier eine der weit verbreitetsten Programmiersprachen, Blockprogrammiersprachen der Welt. Und hier sehen Sie, gibt es eine ganze Menge an Blockprogrammiersprachen und da kann ich dann zwischen Englisch und Deutsch oder allen anderen Sprachen, die möglicherweise meine SchülerInnen sprechen, umschalten. Das geht relativ einfach. Tablets und Smartphones problemlos, gerade Tablets überhaupt kein Problem, Finger genügt vollkommen. Sie haben schon gesehen, wie sich das Ganze anfühlt, es ist kindgerecht, die Begriffe sind passend, es heißt nicht Function Call, sondern es heißt Nachricht senden. Es ist alles bunt und knuffig und ja, das passt recht gut für Kinder. Fächerübergreifender Einsatz ist hervorragend möglich. Gerade Scratch wurde sogar dafür gebaut. Man muss nicht immer gleich einen Algorithmus schreiben oder ein Spiel programmieren. Man kann eine Collage bauen, man kann eine kleine Animation bauen, man kann mit Figuren eine Geschichte erzählen und dadurch im Geografieunterricht oder ähnliches wunderbar mal ein digitales Arbeitsblatt entwickeln lassen von den Schülerinnen und Schülern. Es gibt aber auch eine ganze Reihe an Nachteile und diese Nachteile sollte man nicht aus dem Blickwinkel, die sollte man nicht aus dem Blick verlieren, wenn man sich auf Blockprogrammieren einlässt. Das erste ist nämlich, dass die Kids normalerweise sehr schnell begeistert sind, wenn sie zum ersten Mal sowas wie Scratch beispielsweise sehen, weil man in kurzer Zeit wirklich geniale Ergebnisse erreichen kann. Selbst ohne Vorkenntnisse ist das ohne weiteres möglich. Aber die Begeisterung lässt erfahrungsgemäß relativ schnell nach. Die Sache wird langweilig, wenn man als Lehrerin nicht hergeht und die entsprechenden Beispiele von der Komplexität her anpasst. Und das darf man keinesfalls vergessen. Wenn man fünfmal das gleiche Beispiel oder sehr ähnliche Beispiele macht und nicht fundamental andere Spielkonzepte reinbringt, dann wird es tatsächlich relativ langweilig relativ schnell. Also man muss hier inhaltlich eine Menge Abwechslung einbauen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Ab einem gewissen Alter, zumindest meiner Erfahrung nach, nehmen die Kids und Jugendlichen das Ganze auch ein wenig als kindisch wahr. Ja, Scratch-Programmieren haben wir schon gemacht und das ist ja was für die Babys. Ja, das ist ein kleiner Nachteil, obwohl es tatsächlich, glauben Sie mir das, als Softwareentwickler mit professionellem Hintergrund seit über 30 Jahren Scratch ist, unendlich mächtig und man kann so viel damit machen. Wir haben in unserem Programmierclub zum Beispiel einen Mentor, der funktionierende Schachcomputer mit Scratch programmiert. Wir haben Mentorinnen und Mentoren, die an Programmierwettbewerben, Profi-Programmierwettbewerben mit Scratch mal teilgenommen haben und sogar einige Levels damit geschafft haben. Also die Limits sind bei weitem nicht dort, wo es die Kinder und Jugendlichen manchmal sehen, aber es wird eben so wahrgenommen.
Es gibt trotzdem Limits und das ist der nächste Punkt. Man kann nicht alles damit machen. Man braucht sich nur das Typsystem von Scratch ansehen. Da gibt es grobe Limits. Und nur weil man Scratch beherrscht, ist es nicht so, dass man sagen kann, die Schülerinnen und Schüler können programmieren. Der Umstieg auf textuelle Programmierung ist eine echte Hürde. Was wird mit Blockprogrammieren sehr, sehr gut spielerisch erlernt? Nun, die Grundkenntnisse im digitalen Bereich, ich schiebe mich mal da etwas runter, die Grundkenntnisse im digitalen Bereich und der Programmierung hervorragend. Das geht wirklich sehr gut und spielerisch. Praktische Fertigkeiten, besonders bei Kindern, die Verwendung mit der Maus, des Touchscreens, die Augen-Hand-Koordination, wieder, was die Maus betrifft, einfachste Bildbearbeitungen. Ich will ja eine coole Grafik zu meinem Spiel haben. Da bin ich gleich motiviert, etwas im Internet zu suchen, auszuschneiden, einzufügen, umzufärben, solche Dinge. Die generell digitales Kopieren, Einfügen, Verschieben, solche Dinge. Da gibt es eine Menge praktische Fertigkeiten, die in der digitalen Welt mit Blockprogrammieren spielerisch erlernt werden. Also bei weitem nicht jede Schülerin, bei weitem nicht jeder Schüler wird gleich zu einem professionellen Entwickler oder einer professionellen Entwicklerin, nur weil man mal Scratch gemacht hat. Aber das sind wichtige Fertigkeiten, die man dadurch sich aneignen kann. Im kognitiven Bereich gibt es eine ganze Menge. Die grundlegenden Programmstrukturen, die im Coding später eine Rolle spielen, sollte eine Karriere in diese Richtung eingeschlagen werden, die erlernt man spielerisch, eigentlich implizit, ohne dass man es explizit aufsaugen müsste, dieses Wissen. Das kriegt man mit der Zeit einfach mit. Man kriegt ein Gespür, ein Gefühl für diese Dinge, ohne dass man mühsam die Theorie, die trockene Theorie lernen muss. Fehlersuche? Strategien für Fehlersuche in einem sehr einfachen Umfeld klappt wunderbar. Einfache Variablen, ja, das klappt auch sehr gut. Das passt recht gut auch in die Mathematik-Ecke, in den fächerübergreifenden Unterricht rein. Grundlagen von 2D-Computeranimation. Warum mal nicht ein physisches Daumenkino basteln, sondern die Computeranimation mit Scratch durch hintereinander abgespielte Bilder beispielsweise machen und dann gleich diskutieren, wie denn Film und Fernsehen eigentlich funktioniert, wenn es um Animationen geht. Ja, und schlussendlich kreatives Denken auf verschiedensten Ebenen, kreative Lösungsfindung, grafisches Design von Spielen, Spielelogik entwickeln, Gamification-Konzepte entwickeln. Das ist etwas, was mit Blockprogrammierung hervorragend erarbeitet werden kann. Irgendwann stellt sich aber die Frage, wo geht's weiter? Und da kommen wir irgendwann zur textuellen Programmierung und ich vergleiche das hier mal bildlich gesprochen mit diesem Technik-Lego-Modul. Das ist die nächste Stufe. Es geht auf ein anderes Komplexitätsniveau. Und hier habe ich zum Beispiel auf der rechten Seite ein Beispiel eingebaut, das wir sehr gerne im Coder Dojo machen. Das ist so ein Fraktalbaum. Ich werde im gleich an diesem Vortrag anschließenden Workshop näher auch auf dieses Beispiel eingehen und es erklären. Wenn man über textuelle Programmierung spricht, dann gibt es eine ganze Vielzahl an Programmiersprachen. Programmiersprachen, die ich bereits mit Kindern und Jugendlichen angewandt habe, sind zum Beispiel JavaScript, Python, Java, C#, TypeScript und ähnliches. Die Vorteile von textueller Programmierung, wenn man die einmal der Blockprogrammierung gegenüberstellt, dann ist das erstens, es gibt fast keine funktionale Limitierung. Die funktionalen Limitierungen von den oben genannten Programmiersprachen sind so weit weg, die sind so komplex, dass die Schülerinnen und Schüler dort sowieso nie hinkommen. Das heißt, the sky is the limit. Es gibt keine Grenzen von dem, was man umsetzen kann. Das ist anders als bei Blockprogrammiersprachen wie Scratch. Das Kindliche oder dieses Kindische geht ein wenig verloren und ab einem gewissen Alter ist das eine Motivation für die Schülerinnen und Schüler. Wir werden echte Hacker. Ja, das ist ein wenig die Wahrnehmung, die so reinkommt und das erreicht man mit textueller Programmierung und mit diesem Ziel, ja, mit diesem Bild im Kopf. Wir wollen hacken, ja, im positiven Sinn natürlich. Mit dem kann man ein wenig spielen. Beim textuellen Programmieren werden auch sehr wichtige Kompetenzen abseits von Coding erlernt. Man denke an Tippen, Englisch und ähnliche Dinge. Aber das führt uns natürlich zwangsläufig auch zu einer Menge Nachteile. Nämlich, Tippen ist schwierig und es schreckt ab. Man glaubt es nicht, wie lange es für Kinder und Jugendliche dauert, bis sie die Tasten auf der Tastatur finden. Und beim Programmieren braucht man ziemlich viele Sonderzeichen und die sind noch schwieriger zu finden. Das dauert. Englischkenntnisse sind in praktisch jeder textuellen Programmiersprache notwendig. Das ist natürlich auf der einen Seite positiv, weil es
eine Fähigkeit ist, die man dadurch üben und erlernen kann, aber auf der anderen Seite auch eine Einstiegshürde. Der nächste Punkt ist mir sehr wichtig. Scratch erlaubt uns, dass wir sehr schnell beeindruckende Ergebnisse hervorbringen. Und es ist nicht einfach, die Kinder und Jugendlichen dorthin zu bringen, dass sie mit einer textuellen Programmiersprache die gleichen Ergebnisse produzieren. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen sind auf einem gewissen Niveau, sie sind es gewohnt, in einer gewissen Zeit einen gewissen Output zu produzieren, wenn man Scratch mit ihnen macht und plötzlich in der textuellen Programmierung jetzt flupp und man braucht 10-mal so lange für ein Ergebnis, das bei Weitem nicht so cool ist, wie beispielsweise mit Scratch. Ja, das, mit dem muss man umgehen. Das muss man thematisieren und das muss man den Kindern und Jugendlichen auch klar machen. Ein weiterer Nachteil, Systemvoraussetzungen, Tastatur. Ohne Tastatur ist textuelle Programmierung sehr, sehr schwierig. Ja, ich weiß schon, man könnte auch auf einem großen Tablet auf der Onscreen-Tastatur ein wenig tippen, aber das macht echt keinen Spaß. Man wird ein Device brauchen, das in irgendeiner Form eine Tastatur hat. Und schlussendlich das Fehlersuchen ist deutlich schwieriger. Nun ja, nicht immer. Als Profi ist es für mich manchmal leichter, in einem textuellen Programm mit einem Debugger Fehler zu suchen, als in einem Scratch-Programm. Aber das liegt einfach daran, dass ich das gewöhnt bin. Man darf nicht vergessen, dass die Unterrichtenden, also Sie als Lehrerinnen und Lehrer, ein solides Basiswissen brauchen, um hier unterstützen zu können. Kinder und Jugendliche bauen unfassbare Fehler, mit denen man niemals rechnen würde, zum Teil in solche textuellen Programme ein und die zu finden und zu beheben, ist nicht das Einfachste der Welt. Damit muss man arbeiten, das muss man berücksichtigen. Jetzt habe ich eine Reihe von Tipps zusammengestellt, die meiner Erfahrung nach helfen, um mit textueller Programmierung in Informatikunterricht erfolgreich zu sein. Es gibt eine riesige Auswahl an Programmiersprachen und man sollte bei der Wahl der Programmiersprache neben seinem eigenen Wissen auch ein wenig auf die Systemvoraussetzungen achten. Meiner Erfahrung nach sind browserbasierte Entwicklungsumgebungen, für die nicht so sehr aus dem Coding kommen, IDE steht für Integrated Development Environment, also diese Entwicklungsumgebungen gibt es zum Teil im Browser. Gleich anschließend an diesem Vortrag kommt ein Workshop von mir, wo ich zum Beispiel StackBlitz herzeige. Und das ist natürlich toll, denn da müssen die Kinder und Jugendlichen nichts installieren. Es reicht eine Webseite hingehen, loscoden, super. Genauso soll es eigentlich sein. Ich würde bei den Programmiersprachen, Systemprogrammiersprachen wie C, C++ oder Rust, definitiv am Anfang vermeiden. Die sind zu schwierig. Das würde ich nicht tun. Ich weiß, dass manche Schulen tatsächlich den Programmierunterricht mit C beginnen. Das war früher mal auch Stand der Technik. Das hat man gemacht, weil man gedacht hat, man muss ein solides Basiswissen haben, um darauf aufzubauen. Ich nähere mich eher von der anderen Seite. Wir sollten die Kinder und Jugendlichen motivieren, indem wir ihnen ermöglichen, spielerisch diese Welt zu entdecken. Und die, die dann wirklich die Motivation haben, tiefer einzusteigen, ja, die werden dann irgendwann bei den Cs, bei den Rust, bei den C++ dieser Welt landen. Aber da sind sie dann in HTLs, Fachhochschulen oder Universitäten. Wenn sie dort unterrichten, dann passt das sicherlich gut. Ansonsten wäre ich hier vorsichtig. Die Programmiersprache allein macht es aber nicht aus. Man braucht noch weitere Frameworks. Man möchte ja mit den Kids nicht einfach nur Hello World am Bildschirm ausgeben. Man möchte ja ähnlich wie bei Scratch kreative Dinge einbringen. Creative Coding, also grafische Effekte darstellen, Animationen erstellen, Spiele erstellen. Man möchte mit Bildern arbeiten, die darstellen, rotieren, Animationen damit erstellen, ähnliche Sachen. Das heißt, man braucht Frameworks oder Bibliotheken, die es einem ermöglichen, genau diese Dinge zu tun. Bilder zu laden, darzustellen, Game Engines, die ermöglichen mir dann, dass ich Animationen darstelle, dass ich Collision Detection mache, wenn das Raumschiff schießt und gerade irgendeinen Alien erwischt, wann trifft der Laser den Alien oder ähnliche Dinge. Das sind alles Dinge, dafür braucht man Bibliotheken, weil so etwas von Grund auf zu entwickeln wäre viel zu komplex. Hier habe ich einige Beispiele reingegeben. P5.js werde ich im nun folgenden Workshop dann gleich herzeigen. Kommt aus der Welt von Processing, aus der Java-Welt. TKinter ist etwas für Python. Phaser ist etwas für Web. Alle diese Frameworks sind möglich und es gibt noch viele, viele mehr, die sich sehr gut eignen. Meiner Erfahrung nach muss man auch beim Einstieg in textuelle Programmierung als Lehrender unbedingt darauf achten, dass man Komplexität versteckt, um rasch motivierende Ziele zu erreichen. Und diese
Komponenten, die man vorgefertigt gleich mitbringt, die kann man dann nach Wissen, Altersstufe, Spezialisierung der Schule ein wenig reduzieren oder ergänzen, je nachdem, wie man es braucht. Dazu biete ich dann eben den folgenden Workshop an, wo ich hier eine ganze Menge an fertigen Unterlagen und Modulen auch bereitstelle, die Sie dann gerne im Unterricht verwenden können. Weitere Tipps. Ich gehe sehr gern her und zeige Analogien zwischen der Blockprogrammierung, in meinem Fall meistens Scratch, und textuellem Code. Das heißt, wir programmieren die Schleife in Scratch und zeigen dann gleich im Code her, wie ist denn das in Python oder in TypeScript beispielsweise. Und wie ist die Analogie zwischen dem gezeichneten Block in Scratch und dem Text in TypeScript, in Swift oder in Python oder was immer man programmiert. Achtung, beim Tippen. Tippen sollte man immer als Ziel der Übung definieren. Also man sollte keine falsche Erwartungshaltung wecken. Wenn man mit den Kids textuell programmieren beginnt, dann muss man ihnen von Anfang an klar machen, hey, die erste Hürde wird Tippen sein und unser Ziel ist nicht, dass ihr gleich das Spiel von vorne neu programmiert und Logiken entwerft, sondern unser Ziel ist heute einfach nur, ein kleines Stückchen Programmcode richtig abzutippen. Mit allen Sonderzeichen, allen geschweiften Klammern, allen sonstigen Herausforderungen, die es da gibt. Das kann man spielerisch machen. Wer ist der Schnellste? Wer macht die wenigsten Fehler? Aber Achtung, wenn man bring your own, oh, da ist ein Tippfehler, das soll BYOD heißen, bring your own device macht, dann muss man aufpassen, wenn die Kids oder zu Hause, zum Beispiel Distance Learning, dann haben die Kids vielleicht zu Hause PCs, Macs, unterschiedliche Spracheinstellungen von Russisch, Französisch, Deutsch, Englisch ist bei meinen Workshops oft alles dabei und dann sind die Sonderzeichen oft gar nicht so leicht zu finden. Also darauf achten. Gemeinsame Fehlersuche gehört zelebriert. Ja, wir suchen jetzt gemeinsam den Fehler und wer findet ihn? In dieser Zeile ist es. Wer kann es mir sagen? Hier gibt es eine Menge an spielerischen Dingen, die man einbauen kann. Die Kids, die sich ein wenig schwerer tun, die noch nicht so gut tippen können, die sollen sich nicht schlecht fühlen, sondern dadurch, dass man die Fehlersuche zu einer Fehlerjagd macht und dann schaut, wer es als erstes entdeckt, läuft das eigentlich sehr, sehr gut. Strategien für Wiedereinstieg und Quereinstieg sind super wichtig. Ich werde dann im Workshop herzeigen, wie ich es dort mache. Das muss man sich überlegen. Was mache ich, wenn ein Kind in der letzten Stunde gefehlt hat und ich mache irgendwo weiter? Wessen Startpunkt bekommt dieses Kind? Wie kann ich, wenn ein Kind unabsichtlich sich den ganzen Code löscht, wieder einsteigen? Wie kann ich vielleicht Kinder, gerade jetzt aktuell, die als Quereinsteiger mitten im Jahr in meine Klasse kommen, wie kann ich die reinholen? Was kann ich denen zur Verfügung stellen? Ein paar konkrete Ansätze. Dafür zeige ich dann später in meinem Workshop. Und was auch sehr gut funktioniert für mich ist, wenn man darauf achtet, speziell bei browserbasierten Entwicklungsumgebungen, dass man die Ergebnisse leicht teilbar macht. Wie kann ich das Spiel, das ich gemeinsam mit meinen Schülerinnen und Schülern entwickelt habe, wie kann ich dafür sorgen, dass sie das den Eltern, Geschwistern, Oma, Opa zeigen können? Wie mache ich die Abgabe von Hausübungen? Kann ich vielleicht durch Multiplayer-Games Freundinnen und Freunde mit reinbringen? Solche Dinge kann man machen. Da zeige ich dann ganz konkrete Sachen im Workshop, die man tun kann. Aber diese Punkte sollte man mal durchgehen und sagen, wie gehe ich mit dieser Herausforderung in meiner gewählten textuellen Programmiersprache um? Die Zeit läuft und ich habe noch Zeit für ein Fazit. Die wichtigsten Dinge, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Erstens, Blockprogrammierung ist hervorragend, um spielerisch die Grundlagen zu erlernen. Es sind aber nur Grundlagen. Textuelle Programmierung braucht man, wenn die Kinder zu Jugendlichen werden, wenn man die funktionalen Limits von Blockprogrammierung sprengen will. Aus meiner Sicht ist das aber gar nicht so wichtig. Der Inhalt, was ich mit den Kids mache, der Kontext, dass sie motiviert werden, daran zu arbeiten, ist wichtiger als das eingesetzte Werkzeug. Ich behaupte, dass ich auch mit HTL-Schülerinnen und Schülern, die kurz vor der Matura stehen, anspruchsvolle Beispiele in Scratch machen könnte und sie hätten Spaß dabei und würden was dabei lernen. Also das Inhaltliche ist wichtiger als das eingesetzte Werkzeug. Trotzdem spielt textuelle Programmierung auf jeden Fall eine Rolle. Etwas, wo ich mich selbst an der Nase nehme, die praktischen und kognitiven Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler, der Kinder, der Jugendlichen darf man nicht übersetzen. Gerade was Tippen betrifft, was Abstraktionsfähigkeit betrifft, ich erwische mich immer wieder, dass ich
dass ich meine Zeitplanung falsch einsetze. Es dauert alles etwas länger und wenn man sich die notwendige Zeit und Ruhe gibt, die braucht man beim textuellen Programmieren und da muss man sich Strategien erarbeiten, wie man beim textuellen Programmieren auch kleine Fortschritte zelebriert, um die Kinder dorthin zu bringen, dass sie motiviert bleiben. Die richtige Erwartungshaltung ist noch ganz wichtig. Auch wenn wir textuell programmieren in der Schule, heißt das nicht, dass unser Ziel sein kann, dass alle durch den Informatikunterricht zu professionellen Entwicklerinnen und Entwicklern werden. Genauso wenig wie alle, die den Deutschunterricht besuchen, Bestseller-Autorinnen werden. Das ist einfach nicht der Fall. Wichtig ist es, dass man Perspektiven aufzeigt und das kann man durch diese schrittweise Weiterentwicklung vom Blockprogrammieren zu textuellem Programmieren tun. Diejenigen, die dann wirklich drauf anspringen, bei denen möchte man Begeisterung wecken und man will ganz allgemein Fertigkeiten entwickeln. Es geht nicht darum, die Programmierprofis, nur die Programmierprofis der Welt zu entwickeln. Es geht einfach darum, dass man auch ganz praktische Fertigkeiten wie Umgang mit der Tastatur, etwas flotteres Tippen, Hand-Auge-Koordination mit der Maus und diese Dinge, dass man die mitbringt, denn die braucht man heutzutage in nahezu jeder beruflichen Karriere, die die Kinder und Jugendlichen anstreben. Wer Beispiele sucht, einfach auf unserer Webseite links.codadojo.net mal nachsehen. Dort gibt es sehr, sehr viele Übungsangaben, Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Und das ist dann auch gleichzeitig für diejenigen, die mehr jetzt zu dem wissen möchten. Die Einladung bleibt einfach hier. Im Anschluss geht es direkt weiter mit meinem Workshop zum Thema Programmieren lernen mit TypeScript, P5 und Stackblitz. Da sind dann ganz, ganz konkrete Ansätze drinnen, wie man das textuelle Programmieren durch Beispiele in den Unterricht einbetten kann. Ja, Herr Struppeck, wow, super toll. Ich werde Sie jetzt im Workshop dann alleine lassen, aber es war super spannend, was Sie da gesagt haben. Sie verfolgen den Chat auch etwas mit. Würde mir wünschen, dass es auch schon immer solche Informatiklehrer gegeben hätte. Kurze Anekdote möchte ich aber nur anbringen. Zu meiner Zeit, wie ich in die Schule gegangen bin, das war so, wir sind da wieder in den 80er, Mitte 80er Jahren, da hat es eine Zeit gegeben, da wurde Code für solche Spiele in Zeitschriften, Computerzeitschriften abgebildet, abgedruckt. Und ich habe mich da wirklich irrsinnig gefreut, nachdem ich das erste Mal da einen Code zu laufen gebracht hatte. Ich habe überhaupt keine Zeile verstanden zu Beginn natürlich. Und das zweite Heft, das mir dann gleich gekauft hat, da habe ich die Lösung auch nicht geschafft. Ich müsste dann draufkommen, dass bei der dritten Ausgabe ein Hinweis auf einen Tippfehler gegeben worden ist. Aber dennoch, spätestens dann erkennt man die Sinnhaftigkeit von Exaktheit, aber natürlich auch von dem, dass man das verstehen sollte, was man macht. Ja. Und das sind ja die Startpunkte, aber da gibt es ja jetzt Gott sei Dank schon sehr gute Möglichkeiten. Ja, absolut. Gut. Ich sehe gerade, es gibt auch eine Frage. Swift Playground habe ich leider keine Erfahrung. Ich werde es mir auf jeden Fall mal ansehen. Ich glaube, dass das eher in der Mac-Welt zu Hause ist, aber vielleicht liege ich da falsch. Ich habe keine Erfahrung damit. Nein, leider. Das fehlt mir noch, diese Ecke. Herzlichen Dank für, ist leider nur im iPad verfügbar. Ja, genau. In meinem Umfeld, weder in der Schule noch im Codadojo, haben wir leider Zugang zu ausreichend vielen iPads, um das machen zu können. Vielen Dank für das Kompliment. Und der Link, um den gefragt wurde, den habe ich gerade jetzt noch mal in den Chat reinkopiert. Ja, jedenfalls vielen Dank für die Ausführungen bisher und Herr Struppeck noch einen schönen weiteren Verlauf. Schön, ausgezeichnet. Herzlichen Dank dafür. Ich glaube, um 17.05 Uhr soll dann der Folgeworkshop starten. Das passt auch gut. Das können wir machen. Ich habe jetzt kurz die Bildschirmteilung beendet. Ich werde bei mir jetzt noch ein paar technische Umstellungen machen und dann können wir sofort weitermachen mit dem Workshop. Der Workshop Programmieren, Lernen, TypeScript, P5, Stackblitz startet in Kürze. Bitte einen kurzen Moment Geduld.
So, und es ist auch schon 17.05 Uhr und wir sind zurück nach einem kurzen Vortrag zum Thema Tippen oder Ziehen. Schließen wir jetzt an. Ich darf den Tag mit Ihnen gemeinsam beenden mit einem Workshop zum Thema Programmieren lernen mit TypeScript, P5.js und StackBlitz. Für die, die vorher gerade nicht anwesend waren, ich darf mich vielleicht kurz vorstellen. Jetzt habe ich etwas mehr Zeit als bei dem Vortrag vorher. Da geht es etwas besser. Mein Name ist, wie gesagt, Rainer Stroppeck. Wer sich mit mir verbinden möchte, Sie finden sehr gerne verschiedene Links zu sozialen Medien hier unter dieser meiner digitalen Visitenkarte. Ich bin selbst passionierter Softwareentwickler seit über 25 Jahren. Es sind fast 30 Jahre. Ich habe 1993 an der HTL Leonding maturiert und seit damals schreibe ich liebend gern Code. Das lassen wir mal weg. Ich bin einen Tag in der Woche Lehrer an der HTL Leonding und ansonsten arbeite ich im professionellen Bereich sehr viel im Bereich der Wissensvermittlung und ich darf in der Community Obmann des Coding Club Linz sein. Der Coding Club Linz ist die Trägerorganisation des Coder Dojo Linz. Das ist ein kostenfreier Programmierclub für Kinder und Jugendliche hier in Linz zwischen 7 und 17 Jahren. Jeden Tag, jede Woche, jeden Freitagnachmittag machen wir Workshops und da nutzen wir unter anderem das, was ich jetzt dann gleich zeigen werde. Viele der Beispiele sind genau dort in den letzten 6 Jahren entstanden. Ich würde Sie bitten, dass wir diesen Workshop, Moment, ich muss mal die Sonnenschutz ein wenig herunterlassen. Es scheint mir sonst die Sonne genau in die Augen. Ich entschuldige mich dafür. Na, was heißt, die Sonne ist ja eigentlich sehr schön, aber wir müssen sie leider ein klein wenig draußen lassen. So, jetzt geht es gleich viel besser. Ich lade Sie ein, bei dem jetzt kommenden Workshop das Ganze so interaktiv wie möglich zu machen. Sie können sehr gerne Ihr Mikrofon einschalten. Sie können auch sehr gerne Fragen im Chat stellen, spricht überhaupt nichts dagegen. Ich zeige Ihnen ganz kurz, was ich Ihnen gerne mitgeben möchte in dieser Stunde. Ich möchte Ihnen ganz kurz StackBlitz zeigen. StackBlitz ist eine Entwicklungsumgebung, die browserbasiert ist, die sich meiner Erfahrung nach hervorragend für den Programmierunterricht eignet. Ich möchte Ihnen P5.js zeigen, eine ganz leichtgewichtige Entwicklungsbibliothek, mit der man recht schöne Spiele, einfache Spiele, Creative Coding Umgebungen machen. Vielen Dank, die Mikros sind freigeschalten. Danke für den Hinweis, das ist gut. Ich habe sehr viele Tipps und Tricks zusammengestellt, Best Practices und viele praktische Übungen verlinkt. Das heißt, am Ende dieses Slide-Deck gibt es eine große Sammlung von Übungen, die Ihnen wahrscheinlich mindestens ein Semester, wenn nicht ein ganzes Jahr, an Material zum textuellen Programmieren mit einer Informatikklasse mitgeben. Das brauchen Sie alles nicht neu erfinden. Bitte nehmen Sie diese Übungen, passen Sie sie an, erweitern Sie sie. Ich freue mich auch immer über Links zu abgewandelten Spielvarianten oder Ähnliches, denn die kann ich dann vielleicht wieder im Coder Dojo oder in der HTL verwenden. Schön, starten wir. Legen wir los. StackBlitz. StackBlitz ist ein Traum. Für die, die StackBlitz nicht kennen, das würde ich gleich mal gerne zum Anlass nehmen, um StackBlitz herzuzeigen. Sie brauchen nicht mitzumachen, ist alles verlinkt in meinen Slides. Das ist Ihr StackBlitz. Wenn man einfach im Browser StackBlitz eingibt, und ich bin in diesem Fall bereits angemeldet, man sieht das rechts oben, die Schülerinnen und Schüler und auch Sie als Lehrerinnen und Lehrer bekommen selbstverständlich kostenfreie Accounts. Alles, was ich hierher zeige, ist kostenfrei nutzbar und zu einem sehr großen Teil auch werbefrei. Wodurch finanziert sich StackBlitz? Naja, da oben diese Hersteller, die großen Hersteller dieser Technologien, da gehören Firmen wie Microsoft, Facebook, Google und Co. dazu, die platzieren sich da oben. Und insofern ist es ein wenig Werbung für diese Programmiersprachen, aber hey, wir sind im Informatikunterricht, also werden wir uns gegen die Programmiersprachenwerbung hier nicht wehren. Wenn man jetzt mit den Schülerinnen und Schülern programmieren möchte, dann klickt man einfach auf die jeweilige Programmierumgebung, die man nutzen möchte. Wir werden uns heute auf diese Dinge fokussieren, JavaScript und TypeScript, um genau zu sein, eigentlich auf TypeScript. Da klickt man dann einfach drauf und dann bekommt man im Browser sofort eine Umgebung, wo man hier auf der linken Seite die verschiedenen Dateien sieht. In der Mitte sieht man den Codebereich, wo man zum Editieren beginnen kann und rechts sieht man sofort die entsprechende Ausgabe. Ja, so ist der Bildschirm hier aufgeteilt.
Wichtig zu wissen ist, dass diese Dinge, wenn man angemeldet ist, beibehalten werden. Das heißt, wenn man das nächste Mal wieder auf Stackblitz einsteigt, auch auf einem anderen Computer, man meldet sich einfach an und schon findet man seine Spiele, seine Übungen wieder hier oben unter stackblitz.com. Man sieht das hier. Das ist genau die Übung, die ich gerade begonnen habe und ich kann jederzeit wieder einsteigen. Diese Dinge sind grundsätzlich öffentlich. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler, denen muss man klar machen, Achtung, das, was ihr hier macht, ist öffentlich einsehbar. Also schreibt hier keinen Blödsinn rein. Der Riesenvorteil, dadurch, dass das öffentlich ist, ich kann es sehr, sehr leicht teilen. Ich kann sowohl, man sieht das hier, den Link zu meiner Übung zum Editieren teilen. Das heißt, ich kann das hier nehmen, Copy, jemand anderem geben, zeige ich mal kurz her. Ich tue mal so, als wäre ich nicht angemeldet, nehme diesen Link und bang, bin ich genau an dieser Stelle. Ja, das hier ist jetzt eine Sicherheitsfehlermeldung, die nur aus der Tatsache kommt, dass ich hier einen Incognito-Browser gestartet habe. Bitte ignorieren das hier auf der rechten Seite. Das ist normalerweise dann, wird das ganz normal ausgeführt. Kann ich da jetzt dem anderen Schüler, Schülerin den Code überschreiben? Nein. Was ich aber tun kann, ist, ich kann im besten Sinne wie Open Source die Übung der Schülerin oder des Schülers, meines Kollegen, meiner Kollegin, meiner Lehrerin, meines Lehrers nehmen und hier forken. Fork bedeutet, ich mache mir meine eigene Kopie und die darf ich dann selbst bearbeiten. Also dass die Zusammenarbeit wird ganz stark gestärkt, indem jeder auf früheren Arbeiten, auf die Arbeiten von Lehrerinnen und Lehrern, von Kolleginnen und Kollegen aufgebaut werden kann. Das ist eingebaut in Stackblitz und da kann man diesen Open-Source-Gedanken, ich entwickle etwas in der Schule und stelle das der Welt zur Verfügung, jemand anderer kann auf meinem Spiel weiterbauen, das ist ein sehr schöner Gedanke und den kann man hier in der Gratis-Version von Stackblitz sehr gut leben. Des Weiteren kann man die fertige URL, unter der man das Spiel dann tatsächlich spielen kann, durch diese zweite URL abrufen. Wenn ich das mal mache, dann sehen wir, dass wir jetzt keine Editierumgebung haben, sondern nur diesen Text. Das ist das fertige Spiel. Spiele zeige ich dann gleich. Und das kann ich jetzt hervorragend teilen. Ich kann dieses Ding nehmen, kann das Oma, Opa, Onkel, Tante, Nichten, Neffen, Geschwister, Freundinnen, Freunde einfach weiterleiten und schon können die ausprobieren, was ich nicht Tolles programmiert habe heute in der Schule. Also das Teilen von Ergebnissen, von Arbeitsergebnissen ist hervorragend. Diese Links kann ich auch jederzeit dann beispielsweise als Hausübung abgeben und ähnliche Dinge. Ja? Achtung, diese Dinge da unten, Secret und Private, die sind nicht alle öffentlich. Ich habe einen bezahlten Account von Stackblitz, deshalb sieht man manche Features, die man in der kostenfreien Variante nicht sieht. Alle Dinge, die ich explizit erkläre, sind generell verfügbar, nicht nur in der Bezahlvariante, sind auch in der Gratisvariante verfügbar. Also man sieht schon, dieses Stackblitz braucht fast keine Systemvoraussetzungen, Browser und gut ist es. Ich empfehle deutlich den Chrome-Browser, damit funktioniert es am besten. Andere Browser funktionieren gut, mit Firefox habe ich manchmal Probleme. Also alle auf Chrome-basierten Browser, auch Edge beispielsweise, funktionieren erfahrungsgemäß exzellent und wären meine erste Wahl. Andere Browser sind möglich. Ich habe sehr viele Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche, die auch auf macOS mit Safari damit arbeiten und es funktioniert ebenfalls. Aber auch dort der Chrome noch eine Spur stabiler. Also das ist es, was dieses Stackblitz eigentlich ist. Es ist eine webbasierte Entwicklung und es gibt einige Vorteile. Erstens, es ist kostenlos. Ich sagte schon, einfach Browser, wunderbar teilbar. Die Ergebnisse können als Hausübung eingereicht werden und ähnliches. Super, ganz, ganz toll. Und auch wenn die Schülerinnen und Schüler gerade zu Hause sitzen und Hausübung machen beispielsweise und da brauchen sie Unterstützung, dann kann ich meiner Lehrerin oder meinem Lehrer einen Link schicken und sagen, hey, ich habe dieses und jedes Problem. Und sie als Lehrerin und Lehrer nehmen dann diesen Link, geben ihn bei sich ein, schauen mal, können vielleicht den Fehler korrigieren und schicken eine geforkte Version, also eine Kopie zurück und sagen, schau dir mal die Zeile, keine Ahnung, 42 an, da drinnen habe ich was geändert, damit kannst du dein Problem lösen. Also diese Zusammenarbeit funktioniert exzellent. Warum Stackblitz? Ich sagte es bereits,
Es ist kostenlos. Wenn Sie intensiv mit StackBlitz arbeiten, so wie ich, ist ein Abo, das sehr kostengünstig ist, nur wenige Euro im Monat kostet, vielleicht überlegenswert, weil dann noch weitere Funktionen da sind. Außerdem ist es eine tolle Plattform und vielleicht gibt es ja ein kleines Budget dafür, entweder in Ihrer Schule oder es ist so gering, die Kosten so gering, das kann man sich eventuell sogar privat leisten, wenn man hier eigene Hobbyprojekte umsetzt. Diese ganzen Umgebungen, die man hier sieht, haben einen professionellen Hintergrund. Denn StackBlitz wird auch im Profibereich eingesetzt und die Entwicklungsumgebung, die hier eingebettet ist, nennt sich Visual Studio Code und ist eine der weit verbreitetsten Entwicklungsumgebungen im Profibereich der Welt. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen arbeiten mit echten Werkzeugen aus der echten Welt. Schon ein wenig abgespeckt, das ist schon richtig, aber der Schritt in diese Richtung, die dann später in der semiprofessionellen Welt, HTL beispielsweise, in der professionellen Welt, Beruf, Fachhochschule, Universität, die dort gewählt wird, ist nur mehr ein sehr kleiner. Also insofern eignet sich StackBlitz auch dafür sehr gut. Ich bin ein Riesenfan von TypeScript. Das wird unterstützt von StackBlitz. Für die, die nicht so tief drinnen sind, TypeScript ist eine Weiterentwicklung von JavaScript und bietet besonders gute Unterstützung beim Tippen. Das Tippen wird durch TypeScript deutlich vereinfacht. Also ich empfehle ganz klar TypeScript, wenn man hier wenn man StackBlitz verwenden möchte. Ich rate eher von JavaScript ab. Hier auf den nächsten Slides habe ich jetzt einige wichtige StackBlitz-Funktionen drinnen. Die werde ich nicht hier alle zeigen. Ich zeige mal her, da sind noch einige drinnen. Seht ihr, viele, viele Slides dazu und ähnliche Sachen. Dieses Slide-Deck habe ich auch für einen zweitägigen Workshop an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich verwendet. Ich habe mir aber gedacht, ich lasse diese Slides auch für diesen Workshop drinnen und lösche sie nicht raus, auch wenn ich nicht die Zeit habe, auf alle diese Slides einzugehen. Denn so könnt ihr dann im Anschluss über den Link, den ich übrigens sehr gerne nochmal in den Chat reinkopiere, einen Augenblick, das mache ich sofort. So, wo ist es denn? Wo ist es denn? Hier ist es, genau. Bitte sehr. Hier ist nochmal der Link zu den Slides. Da könnt ihr euch diese restlichen Slides nochmal im Detail ansehen, wenn ihr die für den Schulunterricht verwenden möchtet. Ich möchte bei diesem Workshop, weil eben die Zeit knapp ist, auf das nächste Thema eingehen und das ist P5.js. P5.js. P5.js kommt aus der sogenannten Processing Foundation. Das ist also eine gemeinnützige Organisation und diese gemeinnützige Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, eine ganz einfache Programmbibliothek zur Verfügung zu stellen, die es auf der einen Seite Kunstschaffenden, aber auf der anderen Seite auch Programmieranfängerinnen und Anfängern ermöglicht, in die Welt des Creative Codings, also kreatives Arbeiten mit Programmierung und in die Welt der einfachen Spieleentwicklung einzusteigen. Diese Processing Foundation hat, wenn ich mich richtig erinnere, mit Processing begonnen. Processing basiert auf Java. Also wenn Sie Java unterrichten, können Sie einen Gutteil von dem, was ich heute erzähle, ebenfalls abdecken. P5.js ist das, was ich heute machen werde. Das ist JavaScript respektive TypeScript. Und es gibt Processing auch für Android und Python. Mit beiden habe ich aber keine Erfahrung. Ich weise nur darauf hin, dass es das gibt. Wenn Sie das interessiert, dann nutzen Sie einfach diese Folie als Google-Schlagwort-Inspiration, wenn man so will. Ja, also wir fokussieren uns heute auf diesen Teil. Und dieser Teil ist relevant, falls Sie Java entwickeln möchten mit Ihren Schülerinnen und Schülern. Hier ist der Link dazu, zur Processing Foundation. Processing hat einen eigenen Editor, den zeige ich kurz mal her. Das ist der hier. Man bräuchte nicht unbedingt TypeScript und StackBlitz. Mit diesem Editor alleine kann man schon relativ viel erledigen. Viele der Dinge wie Teilen, Ausführen und so weiter, ich klicke da einfach mal drauf, dann sieht man das, graues Rechteck, ich könnte das jetzt ändern auf Red und dann nochmal draufdrücken, na dann ist es rot. Das geht alles, das funktioniert, allerdings ist die Unterstützung in diesem Editor sehr, sehr grundlegend. Also wenn man hier zum Tippen beginnt, sehen Sie, ich weiß nicht, heißt das Background oder so, dann kriege ich keine sogenannte IntelliSense, ich bekomme nicht so gute Unterstützung, es ist deutlich schwieriger zum Einsteigen. Es ist noch reduzierter, wenn man so will,
Aber ich denke, für diesen Editor braucht man schon etwas mehr Erfahrung als mit Stackblitz, was ich später dann zeigen werde. Es ist dafür noch einfacher, noch leichtgewichtiger. Ich brauche noch weniger Systemressourcen. Es kommt drauf an. Nachteile habe ich schon erwähnt. Also zum Reinschnuppern, okay. Für komplexere Projekte würde ich Stackblitz mit TypeScript empfehlen, was ich dann später gleich herzeigen würde. Wenn man jetzt mit TypeScript und Stackblitz und P5 starten möchte, dann muss man ein TypeScript-Projekt anlegen und ein wenig Code ändern und so weiter. Und dass Sie genau diese Arbeit nicht haben, genau dafür habe ich ein Musterbeispiel erstellt. Ich lade Sie ein, ich nehme diesen Link jetzt und kopiere ihn in den Chat. Alle, die möchten, können da jetzt mal draufklicken und dann sehen Sie schon, wie das aussieht. Das ist eine mini Basisanwendung mit vielen Kommentaren, die Sie verwenden können, um etwas zum Starten zu haben. Da müssen Sie jetzt sehr viel nicht mehr selbst vorbereiten. In diese Stackblitz-Umgebung, die unter diesem Link hier verfügbar ist und die ich auch regelmäßig update, da finden sich gleich eingebaut hier P5, das ist schon drinnen. Sie haben alles, was Sie an Basiscode brauchen, um gleich mal mit den wichtigsten Dingen loslegen zu können. Das ist schon eingeführt. Sie sehen hier beispielsweise sind schon kleine Mustercode-Teile drinnen. Ich schiebe mich mal auf den anderen Bildschirm, jetzt ist mein Bild nicht so wichtig, wo man beispielsweise die Konsole öffnen kann. Und wenn ich hier klicke, sehen Sie, dann sehen Sie, wird hier gleich etwas ausgegeben. Sieht man das hier? Wenn ich hier oben reinklicke, achso, Entschuldigung, hier, wenn ich hier oben reinklicke, dann sieht man das hier gleich. Wenn ich Buchstaben drücke, dann sieht man hier gleich den Keycode. Das ist dieser Teil, der hier ausgegeben wird. Man kann hier bereits vielleicht mal die Farbe ändern. Sieht man so aus. Ja. Draw Circle, da sieht man gleich, wie ein Kreis gemalt wird. Ja. Aber dieses Draw Circle, das ist jetzt zum Beispiel schon versteckt. Denn tatsächlich, das Zeichnen eines Kreises ist in P5 ein klein wenig mehr Arbeit. Man muss hier angeben, wie dick der Rahmen des Kreises sein muss, wie er gefüllt sein soll, welche Farbe man verwenden will, wo er genau ist, wie groß er sein soll. Alle diese Dinge muss man angeben. Und das ist jetzt etwas, das zeigt jetzt schon, wie ich normalerweise diese Startpunkte für meine Kinder und Jugendlichen im Coder-Dojo, für die Schüler und Schülerinnen, wie ich das aufbereite. Ich arbeite mit den Schülerinnen und Schülern hier in dieser Hauptdatei und gebe ihnen dann versteckt in weiteren Dateien, die ich fix fertig vorbereite und in meine Startlösung einbaue, gewisse Building Blocks, also vorgefertigte Komponenten, die es ihnen leichter machen, einen Kreis an die richtige Stelle zu malen oder was immer sie für ihr Spiel eben brauchen. Und das meine ich immer, wenn ich sage, man muss die vorgefertigten Teile dem Wissen der Schülerinnen und Schüler anpassen. Wenn man diese Komplexität verstecken will, dann macht man hier eine eigene Datei, hier eine Funktion. Ich gehe davon aus, dass Sie ein klein wenig textuell programmieren können, denn Sie sind hier in einem Workshop für textuelle Programmierung. Selbst wenn Sie noch nie TypeScript programmiert haben, nehme ich an, dass Sie aus dem Kontext erraten können, was Export Function bedeutet. Ja, und dann können die Schülerinnen und Schüler das sofort verwenden. Und schon habe ich meinen ersten Übungsansatz. Ich kann ihnen lernen, was eine Vorschleife ist. Machen wir ein for let i gleich 0, i kleiner 10, i++. Dann machen wir hier einen kleinen Codeblock, schieben dieses Draw Circle rein und dann gehe ich einfach hierher und sage i mal 100 mal i beispielsweise. Und bumm, ich habe mehrere Kreise drinnen. Sehen Sie? Das ist die Idee dahinter. Wenn man nur das Thema Schleifen behandeln will und das dann gleich zum Beispiel gegenüberstellen mit Scratch, wie hätten wir denn das dort gemacht, wenn wir hier vielleicht drei Figuren nebeneinander darstellen hätten müssen, dann ist das wirklich, wirklich einfach. Ich gebe den Schülerinnen und Schülern diesen Startercode. Ich habe abstrahierte Dinge in eigenen Dateien drinnen und kann mich mit den Schülerinnen und Schülern auf das konzentrieren, was ich gerade machen möchte. Hier in diesem Fall zwei wichtige Fertigkeiten. Erstens Schleifen. Was sind Schleifen? Und hier ein wenig Mathematik und Koordinaten, zweidimensionales Koordinatensystem. Wie positioniere ich diese Kreise? So kann man das mit diesen Starterlinks sehr gut arbeiten. Das klappt wunderbar.
Und diesen Starterlink, den ich Ihnen hier vorbereitet habe, der steht Ihnen zur Verfügung. Nutzen Sie ihn, wenn er passt für sich. Und ansonsten klicken Sie einfach drauf, drücken Sie bei sich da links oben auf dieses Fork und dann bekommen Sie eine Kopie dieses Startercodes in Ihre Stackblitz-Umgebung reinkopiert und die können Sie dann so anpassen, wie Sie das für Ihren Unterricht brauchen. Genau. Das habe ich jetzt hier an dieser Stelle erwähnt. Ich nehme mal einen Schluck Wasser und gebe Ihnen die Gelegenheit, vielleicht Fragen zu stellen, falls es Fragen gibt. Okay, gut, gut. Bitte nicht zögern. Fragen gerne in den Chat oder auch per Mikro. Ein paar Tipps für den Startercode. Wenn ich eine Übung mache, dann programmiere ich die Übung als erstes selbst. Ohne Rücksicht darauf, was ich vorbereiten muss, ohne Rücksicht darauf, in welche verdaubaren Teile ich das Ganze, das nehme ich ein Bild wieder rein, ohne Rücksicht darauf, in welche verdaubaren Teilblöcke ich das Ganze im Lauf der nächsten Wochen oder Monate mit den Schülerinnen und Schülern machen will. Ich programmiere einfach die Übung mal selbst runter. Wenn Sie eine meiner Übungen nehmen, sehr gerne, dann würde dieser erste Punkt ersetzt durch Einarbeiten in eine bestehende Übung. Ja, je nachdem, wie viel Erfahrung Sie haben mit Programmieren, wie gerne Sie selbst üben und wie viel Zeit Ihnen zur Verfügung steht, nimmt man etwas Bestehendes oder man baut auf etwas auf, je nach, oder man entwickelt etwas Neues. Anschließend vereinfache ich das Ganze. Das heißt, ich schmeiße Dinge raus, die ich vielleicht programmiert habe, weil es mich interessiert haben, oder ich dann den Eindruck habe, das ist zu komplex für die Schülerinnen und Schüler. Und für manche Teile, die gliedere ich dann aus, wie ich es gezeigt habe mit dem Circle-Beispiel, in eigene TypeScript-Dateien und über die rede ich dann gar nicht mit den Schülerinnen und Schülern. Das ist Magie, das ist einfach da. Ich nenne sie mal scherzhaft Harry Potter programmieren. Ein wenig Feenstaub und schon geht's. Das heißt, ich bereite den Feenstaub vor, und den können die Schüler dann einfach über ihre Übung drüber sprinkeln, drüber streuen und dann funktioniert alles magisch. Ja? So in diese Richtung läuft das. Diese fertige Übung speichere ich dann in einem Namen, speichere ich unter einem Namen in meiner Stackblitz-Umgebung. Für die erfahrenen Entwicklerinnen und Entwickler hier im Publikum, natürlich ist eine GitHub-Integration möglich. Sie können also Quellcode-Verwaltung machen für Ihre Übungen, wenn Sie das möchten. Ja, wer nichts mit GitHub anfangen kann, kein Problem. In Stackblitz ist alles eingebaut. Sie müssen das nicht machen. Das war nur ein Hinweis für die, die mehr wissen. Dann gehe ich her, wenn ich die Übung fertig habe, und drücke auf dieses berühmte Fork. Ja? Fork bedeutet, ich zeige das nochmal her anhand meiner fertigen Stackblitz-Umgebung. Ja, das war jetzt genau diese Übung, die wir... Falsch. Entschuldigung. Ich war falsch. Ich muss nochmal zurückgehen. Hier. Check. Genau. Jetzt bin ich richtig. Was meine ich mit dem Fork? Das muss ich kurz zeigen. Ja? Angenommen, wir haben an dieser Stelle genau das mit dieser Schleife gemacht. Ja? For let i gleich 0, i kleiner 10, i plus plus, geschweifte Klammer rundherum, draw circle. Was hatten wir? Hier hatten wir, glaube ich, mal i. Irgendwie sowas. Das habe ich programmiert und ich nehme mir vor, das ist der Inhalt der heutigen Stunde. Ich möchte mit Ihnen das alles durchgehen. Sie brauchen sowieso, die ganzen Schülerinnen und Schüler, mal allein 20 Minuten, um die geschweiften Klammern richtig hinzubekommen. Das, wenn man mit Anfängerinnen und Anfängern zu tun hat, ist das Tippen und das Finden von diesen ganzen Sonderzeichen immer etwas, was dreimal, was heißt zehnmal so lange dauert, als man glaubt. So, und was ich gemeint habe, ist, ich würde das jetzt unter einem gewissen Namen speichern. Machen wir das mal. Ich drücke auf Fork und dann kann man hier den Namen vergeben. Ja, das ist jetzt Schleifenkoordinaten. Das ist diese Übung, der gebe ich jetzt einen Namen. Ja, da oben, Schleifen und Koordinaten. Das ist das, was ich üblicherweise mache und jetzt habe ich das abgespeichert. Ja, das gehört jetzt mir, das ist in meinem Lehrer-Account in diesem Fall drinnen. Ich zeige es Ihnen, sehen Sie hier, Schleifen und Koordinaten. Das ist die fertige Lösung. Und ich mache es dann so, vor dem Unterricht gehe ich dann nochmal rein, drücke noch ein weiteres Mal auf Fork. Hier, jetzt habe ich eine weitere Kopie. Dann ändere ich den Namen da unten, das nenne ich meistens, da muss ich einmal aktualisieren, Sekunde, so, genau, dann gehe ich meistens da unten hin und nenne es mit dem Postfix Starter, ja, und dann schreibe ich hier vielleicht oben hin auch Starter, das ist die Übung, die Startangabe, und das vereinfache ich dann, das heißt, ich werfe dieses Zeugs wieder weg, hier, und lösche auch diesen Teil wieder weg,
Und dann habe ich für mich eine hervorragende Grundlage für den Unterricht. Den Schülerinnen und Schülern gebe ich diesen Link, auf dem können sie aufbauen. Das heißt, sie tippen diesen Link ein oder sie geben ihnen diesen Link via Moodle oder via Discord oder was bei ihnen üblich ist, schicken sie diesen Link hin oder schreiben ihn an die Tafel oder was auch immer sie tun. Die Schülerinnen und Schüler tippen den ein, klicken darauf, wie auch immer, und sind bei diesem Status. Während ich mit den Schülerinnen und Schülern arbeite, habe ich bei mir aber die ganze Zeit dieses Ziel offen. Dort will ich hin. Da sehe ich genau, was mein Ziel ist. Das könnte bei Ihnen vielleicht komplexer sein. Und so habe ich immer meinen roten Faden bei mir und kann die Schülerinnen und Schüler anleiten, dorthin zu kommen. Ich kann mit Ihnen das Schritt für Schritt erarbeiten. Und für diejenigen, die vielleicht nicht anwesend waren, weil sie krank sind oder nicht teilnehmen konnten oder wie auch immer, denen kann ich dann die Starterlösung geben, die Musterlösung geben und kann sagen, seht euch das bitte an und versucht von der Starterlösung zur Musterlösung hinzukommen im selbstständigen Arbeiten. Ja, das wäre ein schönes Arbeitspaket, was ich mitteilen kann. So arbeite ich. Dann habe ich eine gute Basis und wenn ich da nochmal raufgehe, dann sehen Sie jetzt, dass ich hier wunderbar meine Unterlagen habe. Das ist die fertige Lösung. Das ist der Starterlink und alles ist gut. Kleiner Tipp noch am Rande, damit Sie sich selbst die Dinge nicht überschreiben, empfehle ich, dass Sie hier drüber nachdenken, ob Sie das Musterprojekt einfrieren, Freeze Project. Das ist ein Schutz vor Ihnen selbst, nicht, dass Sie unabsichtlich dann das Ding überschreiben mit einer anderen Idee, die Sie haben. Ich finde das ein sehr praktisches Feature, ist Teil meiner Slide-Decks, habe ich jetzt nicht explizit gezeigt. Also auf diese Art und Weise gehe ich mit TypeScript um. Ja, das war jetzt genau diese Übung und hier sehen Sie auch nochmal eine Übung, wenn Sie es etwas aufwendiger haben wollen, dann sehen Sie hier ein kleines Beispiel, wo dann immer dort, wo man hinklickt mit der Maus, ein neuer Kreis entsteht. Man sieht das sehr schön. Hier kann man an diesem kleinen Beispiel mit den Schülerinnen und Schülern das Prinzip von Feldern, Arrays, durcharbeiten. Man kann über Events sprechen. Hier Mausklick. Wann immer der Benutzer auf die Maus klickt, wird das aufgerufen. Was ist eine Funktion? Was bedeutet das? Man kann mit den Schülerinnen und Schülern wieder über das 2D-Koordinatensystem sprechen. Und man kann über eine Schleife sprechen, wo wir über alle Kreise durchgehen und jeden einzelnen Kreis an dieser Stelle anzeigen. Und hier sind wir wieder beim Harry Potter Programmieren. Wie genau der Kreis dargestellt wird, das verrate ich Ihnen nicht. Ja, weil das ist im Hintergrund versteckt, über das reden wir nicht. Zugegeben, das ist natürlich schon etwas anspruchsvoller, aber hey, für eine Doppelstunde Informatik, wo wir hauptsächlich wieder tippen üben wollen, da sind jede Menge Sonderzeichen drinnen und gar nicht einfache Sonderzeichen. Da sind solche Axon-Graphs zum Beispiel drinnen, da sind eckige Klammern drinnen, da sind geschweifte Klammern drinnen, da sind Sonderzeichen wie Doppelpunkte, Kommatas, Semikolons und ähnliche Dinge drinnen. Ja, das ist natürlich wunderbar. Da kriegen wir eine Menge Fertigkeiten und Fähigkeiten, was jetzt den Umgang mit Computer, Tastatur und Maus betrifft. Natürlich werden die Schülerinnen und Schüler unendlich viele Fehler einbauen, statt der eckigen Klammern, geschweifte Klammern und sie werden die geschweiften Klammern vergessen und alles. Aber das ist alles Teil der Übung. Also dieses Stückchen Code ist sicher mit Anfängerinnen und Anfängern, die gerade von Scratch kommen, das ist definitiv eine Doppelstunde. Definitiv. Und sie müssen auch noch gar nicht alles verstehen. Es soll langsam sich entwickeln und nach dem 5., 10. Beispiel kommt nachher langsam ein tieferes Verständnis dazu, sodass man so etwas vielleicht dann kreativ auch selbst entwickeln kann. Ich lade Sie ein, nicht jetzt, weil wir nur eine Stunde haben, aber das können Sie sehr gerne übernehmen, dieses Beispiel, falls es ein guter Start für den Informatikunterricht mit textuellem Programmieren sein kann. Bevor ich jetzt dann ausreichend Zeit vorsehe, um Ihnen viele, viele, viele Übungsbeispiele mitzugeben, die Sie einsetzen können, möchte ich noch einige Tipps und Tricks mitgeben, die ich in der Praxis so gesammelt habe. Erster Tipp, programmieren Sie in Englisch. Ich weiß schon, dass abhängig von der Schulstufe Englisch manchmal eine gewisse Herausforderung ist, aber ich bin
immer wieder überrascht, wie gut die Kinder und Jugendlichen das Englische aufnehmen. Ich erkläre und erläutere einfache Begriffe immer wieder. Was heißt denn Draw? Was heißt denn Click? Was heißt denn Keyboard? Was heißt denn Circle, Rectangle? Diese Dinge kann man wunderbar einbauen und damit fächerübergreifend Content Language Integrated Learning im Wesentlichen machen. Das heißt, ich integriere Englisch in meinen normalen Unterricht und ja, das ist eine wichtige Sache, die man hier üben kann. Lustige Wörter kann man zelebrieren. Ja, es gibt die sogenannten Curly Braces, die geschweiften Klammern. Da kann man ihnen erzählen über Curly Hairs, die gelockten Haare, und so merkt man sich dann die Curly Braces. Die Red Squigglies, diese rote Wellenlinie, die erscheint, wenn man was falsch macht. Die hauen sich immer ab, wenn es um das Wort Red Squigglies geht. Wenn wir über einen Bug reden, was ist denn eigentlich ein Bug? Ja, wusstet ihr eigentlich, dass der Bug am Anfang ein echter Bug war? Das ist der erste Fehler in einem Computer. Das ist eine Motte, die 1947 in einem ersten Computer drinnen war. Solche Dinge, da merken sich die Kids dann, was Bug bedeutet und woher das kommt. Light Theme, Dark Theme, ganz klar. Distance Learning, Dark Theme, Video Beamer, Light Theme, sonst kann man dem Ganzen schwer folgen. Codestrukturen mit Scratch vergleichen, habe ich schon gesagt. Immer wieder mal Scratch herzeigen und sagen, erinnert euch, so hat das dort ausgesehen. Und dann hergehen und sagen, schaut her, und so sieht das jetzt in JavaScript, Python oder wie auch immer aus. Fehler suchen. Fehler suchen muss man zelebrieren. Ja? Wenn ein Fehler drinnen ist, Bildschirm scheren, aber nicht um die Kinder irgendwie an den Pranger zu stellen, überhaupt nichts. Das Gegenteil ist der Fall. Sich bedanken für den Fehler. Danke, dass man das teilt. Und dann gemeinsam suchen. Adlerauge Awards hergeben. Strichpunktalarm, wenn einer fehlt. Klammeralarm, wenn einer fehlt. Da kann man sich austoben und wirklich das Fehlersuchen zu einem integralen Bestandteil haben. In meinen Coder-Dojo-Workshops erlebe ich es immer wieder, dass die Kids dann sogar stolz sind und sagen, schau her, was ich da gemacht habe. Das war jetzt wieder schwer für dich zu finden. Ja, kein Problem, genauso wollen wir es. Wir wollen auf keinen Fall die Angst haben, dass sich hier jemand nicht traut, zu sagen, bei mir ist ein Fehler. Das ganz genaue Gegenteil ist der Fall. Zeit nehmen für Suche nach Sonderzeichen, das sagte ich schon. Ich kann es nicht oft genug wieder sagen. Codeblöcke, geschweifte Klammern oder in Python Einrückungen, so eine riesige Herausforderung. Zeit nehmen dafür. Immer wieder erklären. Immer wieder mit Scratch vergleichen. Wochen dauert das, bis die Kids verstanden haben, was diese Codeblöcke eigentlich sind. Das Tool, das ich hier verwende, hier beispielsweise, um etwas zu annotieren, irgendwas dazu zu schreiben beispielsweise, irgendwas einzufärben oder ähnliches. Das nennt sich Zoomit, das habe ich hier verlinkt, falls es wer haben will, sehr gerne, kein Thema. Zeilennummern sind wertvoll. Zeilennummern kann man einblenden und dann kann man den Kids immer wieder beibringen und sagen, schaut her, Zeile 45 oder so. Da habe ich noch einen wichtigen Tipp für euch. Ich darf nochmal auf Stackblitz gehen. Da nehmen wir nochmal unsere Schleifen und Koordinaten. Manchmal passiert es einem als Lehrer, dass man hier beispielsweise, ich mache es einmal nicht größer, dass man das sehen kann, hier beispielsweise hergeht und sagt, oh, da habe ich vielleicht zu viele Leerzeichen oder ich habe unnötige Leerzeilen drinnen oder ich habe irgendwo einen Strichpunkt vergessen und so. Und wenn ich dann auf die Zeile 60 referenziere, ist das vielleicht bei den Schülerinnen und Schülern die Zeile 58, da gibt es einen ganz, ganz wichtigen Knopf da oben. Den sieht man hier. Der heißt Format Document und das P steht für Pretty. Ich mache das immer so, dass ich Ihnen am Anfang erkläre, Pretty ist aufhübschen, ja, ist hübsch machen, Code hübsch machen. Pretty Woman, wenn es schon etwas ältere Schülerinnen und Schüler sind, kann man auf den Film Bezug nehmen zum Beispiel. Und dann klickt man da drauf und klick, alles ist gleich schön. Die unnötigen Leerzeilen sind weg, die unnötigen Leerzeichen sind weg und dann sieht es bei allen gleich aus. Das heißt, wenn wir uns auf diese Zeilennummern hier referenzieren, dann ist es immer gut, dass man den Kids von Anfang an beibringt, was denn dieses Pretty bedeutet, weil dann sieht der Code überall gleich formatiert aus und dann sollten, wenn die Kids ihnen gefolgt sind, ihre Zeilennummern mit den Zeilennummern der Kinder und Jugendlichen übereinstimmen. Übrigens, das Verschönern, das Prettifying des Codes kann man auch konfigurieren für die Expertinnen und Experten im Publikum. Heute, da gibt es dann einen Link dazu, wie man das macht. Das ist nämlich genau hier. Da sieht man, wie man die Code-Formatierung beeinflussen kann. Werde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen.
Wenn man irgendwann mit den Kids und Jugendlichen so weit ist, dass sie Stackblitz ausgereizt haben, dann ist Visual Studio Code der nächste Schritt. Das ist heute nicht Thema dieses Vortrags. Ich möchte nur darauf hinweisen, also wenn Sie eher im Bereich von Schwerpunkt Informatik sind, beziehungsweise HTL beispielsweise oder auch Fachschule, und Sie möchten den naturgemäßen nächsten Schritt, also Scratch ist der erste, Stackblitz ist der zweite. Der nächste Schritt wäre dann ein lokal installiertes Visual Studio Code, mit dem man dann natürlich auch eine ganze Menge und noch mehr als mit Stackblitz anstellen kann. Ja, aber da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. So meinte ich das. Scratch, Step 1, Stackblitz, Step 2, Visual Studio Code, Step 3. Wenn Sie sich selbst einarbeiten möchten, einige Ressourcen. Der Stackblitz-Blog ist immer interessant zu lesen. Es gibt einen hervorragenden YouTube-Channel. Ich liebe ihn, The Coding Train. Dort können Sie sich selbst weiterbilden. Dort können Sie Anregungen holen. Dort gibt es so viele schöne Beispiele, die Sie vielleicht übernehmen können. Der ist vielleicht, er ist in Englisch relativ flottes Englisch. Also ich denke, man kann ihn nicht direkt verwenden in den meisten Schulen, aber Sie können sich dort Inspiration holen. Ich finde den sensationell gut. Unsere eigenen Übungsanleitungen von Dutzenden an Spielen, teilweise werden Sie jetzt dann sehen, sind online. Bitte dem Link folgen, völlig frei übernehmen, kopieren, kann man sehr gerne übernehmen. Und wer es ganz genau wissen will, liest die Dokumentation zu TypeScript und P5. Die entsprechenden Links zur Dokumentation sind hier. Okay, super. Und jetzt habe ich noch 20 Minuten und diese 20 Minuten möchte ich jetzt nutzen, um Ihnen viele Beispiele mitzugeben und Ihnen zu zeigen, was diese Beispiele können und wofür ich Sie empfehlen würde einzusetzen. Aber bevor wir das machen, wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte zögern Sie nicht. Ich möchte diesen Workshop zu Ihrem Workshop machen, Ihre Fragen beantworten. Alles gut? Ich hoffe, dass die Stille aussagt, dass ich alles soweit gut erklärt habe. Okay, wunderbar. Weiter geht's. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Eines meiner ersten Beispiele, das ich mache, ist zum Beispiel dieses Loops-Loops-Loops-Beispiel. Das würde ich Ihnen gerne zeigen. Meine Slides sind so aufgebaut, dass in den Slides immer Links zu den fertigen Übungen drinnen sind und diese Übungen können Sie dann an Ihre Bedürfnisse anpassen. Und das möchte ich Ihnen natürlich gerne zeigen. So lassen wir das. Das ist die erste Übung und diese Übung besteht aus einer Reihe von Teilübungen. Erlauben Sie mir, dass ich mit dem einfachsten beginne. Das ist der Form Horizontal Lines. Ja? Horizontal Lines, schauen Sie sich den Code an, sehr, sehr einfach. Das Ziel dieser ersten Übung ist es, dass man mit den Schülerinnen und Schülern die Grundlagen von Schleifen und dem Koordinatensystem erarbeitet. Das heißt, wir haben hier eine Schleife, wo einfach die Y-Koordinate durchgerechnet wird in 20er Schritten und dann zeichnen wir Linien. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite horizontale Linien. Das ist die erste Übung, könnte man machen. Als nächstes ändern wir das Ganze ein klein wenig und verändern hier das Ganze auf vertikale Linien. Man sieht hier wieder genau das Gleiche wie vorher, etwas andere Geschichte. Wir üben die Koordinaten X-Achse diesmal. Und das lässt sich natürlich jetzt wunderbar kombinieren. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier einfach Rätsel einbauen und sagen, was passiert, wenn ich diese Zahl noch auf X ändere? Was passiert, wenn ich hier auch 25 hinschreibe? Da entstehen, oh, das ist vielleicht keine so gute Übung, das wollte ich nicht. Ich wollte genau das hier machen. Genau, dann entstehen solche Dinge beispielsweise. Das sind Übungen, da kann man kleine Rätsel draus machen. Ja? Ich möchte dieses Muster haben, was müssen wir ändern? Ich möchte dieses Muster haben, was möchten wir ändern? Wenn ich das ändere, was passiert dann mit dem Muster beispielsweise? Ja? Das sind Dinge, die man hier hervorragend machen kann. Vertikale Linien nach den horizontalen Linien. Zweites Level. Das dritte Level geht dann schon etwas weiter. Da sind wir dann vielleicht schon ein paar Wochen im Informatikunterricht und auch das möchte ich Ihnen gerne zeigen.
Hier haben wir interessante Aspekte drinnen. Es ist dann doch schon etwas anspruchsvoller. Erstens mal, wir haben hier verschachtelte Schleifen. Ja? Das heißt, wir haben zwei Schleifen, die ineinander laufen. Und hier sehen wir dann die entsprechende Linie, wo auf die Laufvariablen beider Schleifen zugegriffen wird. Das bedeutet, wir haben dann ein schönes Criss-Cross-Muster. Criss-Cross habe ich das auch hier genannt. Und dann, was ich hier auch eingebaut habe, ist der Umgang mit Farbräumen. Während bei den ersten Übungen das Textkonstanten sind, das sind die Web-Colors, da gibt es eine schöne Palette, kann man sich ansehen, genau, da gibt es, ja, I agree, da kann man sich viele, viele, viele Farben ansehen und dann sieht man, wie die heißen, ja, die steht dann irgendwo oben drüber, ich weiß nicht genau, wo das ist, aber da finden Sie sich schon was. Aber dieses zweite Beispiel geht auf ein anderes Farbschema ein. Und zwar wird hier dieses HSV, Hue, Saturation und Value, eingegangen. Und da ist es so, dass sich die Farbe aufgrund eines 360-Grad-Kreises verändert. Das heißt, es ist relativ leicht, dass man zum Beispiel die Regenbogenfarben einfach durch Durchzählen von Zahlen ermittelt. Und das ist genau das, was ich hier mache. Ich setze den Farbmod auf die Farbe und ändere hier den Maximalwert. Wenn man hier einen Wert eingibt, dann heißt das, dass der Kreis nicht mehr 360 Grad hat, sondern 400 Grad. Es ist dann kein Kreismessung, klar, aber es wird prozentuell gerechnet. Das bedeutet, wir können an dieser Stelle jetzt hier die Koordinate als Farbe verwenden. Und dadurch ändern sich die Farben hier, wie man sieht, entlang des Regenbogens. Ja? Das ist es, was ich hier mache. Wenn ich hier 200 verwende, dann werden sich die Farben wiederholen, nicht wiederholen, sondern irgendwann bin ich höher als 200 und dann ist alles rot. Ja? Und wenn ich das Ganze vielleicht auf 600 ändere, dann werde ich rot gar nicht erreichen, dann bin ich im kühlen Bereich. Also hier kann man den Schülerinnen und Schülern verschiedene Farbsysteme erklären, rot, rot, grün, blau, RGB, beziehungsweise hier den HSB-Farbraum. Und dadurch erreicht man schöne kleine Muster. Man sieht schon, das ist aufbauend, da sind wir jetzt schon ein paar Wochen im Unterricht drinnen. Das nächste Thema, das wir hier machen, ist wieder ein kleiner Schritt weiter. Und zwar hier werden Rechtecke dargestellt. Warum ist das wieder ein wenig komplexer? Weil wir wieder hier unsere verschachtelten Schleifen haben. Aber dieses Mal arbeiten wir nicht mit einfachen Linien, sondern wir arbeiten mit Rechtecken. Das heißt, wir haben plötzlich Koordinaten plus breite Höhe. Auch hier kann man wieder wunderbar arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern. Das heißt, wir können zum Beispiel hier mal probieren, was passiert, wenn wir es verkleinern, was passiert, wenn wir eines davon vergrößern, was passiert, wenn wir das viel zu groß machen beispielsweise. Und man kann wunderschöne Muster machen und überlegen, ja, was würde denn hier gut passen beispielsweise. Ja, 10 war zu wenig, ich glaube, wir waren vorher auf 20. Das sind diese Rechtecke, die da drinnen sind. Das könnte vielleicht auf Basis dieses Criss-Cross eine Hausübung sein. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Jetzt wird es aufwendiger. Jetzt kommen wir ins Level 3 und jetzt fügen wir Zufallszahlen hinzu. Und zwar das nächste, was ich hier habe, ist Bouncy Rectangles. Die Bouncy Rectangles, die tun genau das Gleiche wie die Rectangles oben, aber dieses Mal haben wir einen Random-Effekt drinnen. Das heißt, bei jedem Aktualisieren des Bildschirms werden die Rechtecke ein klein wenig verschoben, um 3 Pixel, um 6 Pixel, bis zu 6 Pixel, so muss ich sagen, nach links und nach oben. Das ist die Idee. Was wir hier den Schülerinnen und Schülern gut beibringen können, ist, dass ein Computer so funktioniert, dass der Bildschirm oft wiederholt wird. Das ist die sogenannte Frame Rate. Frame Rate, darauf springen die Schülerinnen und Schüler sofort an, das kennen sie. Frame Rate, das kommt von Minecraft und von ihren Spielen, die sie machen. Die Frames per Second, auf das sind sie immer stolz, wenn ihr Computer mehr Frames per Second zusammenbringt. Und dann kann man ihnen erklären, dass dieses Herumhüpfen daher kommt, dass der Computer vielfach pro Sekunde den Bildschirm aktualisiert und wir bei jeder Aktualisierung eine leicht andere Zahl nehmen, deshalb hier random. Und übrigens, P5 unterstützt das, wo ist das da oben, genau, beim Draw, wo sind wir? Genau hier, wir können die Frame Rate verändern, also das heißt hier Frame
Frame Rate wollte ich hier. Kann ich zum Beispiel sagen, wir machen hier mal Frame Rate 1. Und dann hüpft dieses Ding einmal pro Sekunde. Frame Rate 2. Dann hüpft dieses Ding zweimal pro Sekunde. Da kann man schön erklären, was Aktualisierung bedeutet. Frame Rate 20. Schauen wir, was dann passiert. Oh, da sind sie hektisch. Und Frame Rate 30. Oh, da sind sie noch hektischer. Also da kann man wunderbar spielen und erklären, wie Aktualisierung beim Computer funktioniert. Das sind die Bouncy Rectangle. Eine schöne Übung. Ja, und dann habe ich noch eine Profi-Übung drinnen. Das würde ich dann wirklich nur mehr mit älteren Schülerinnen und Schülern machen. Hier geht es darum, wirklich ein kleines Kunstwerk zu erschaffen. Also Sie sehen hier, es gibt hier ein Rechteck, das aus vielen einzelnen Grafiken besteht. Jede einzelne Grafik besteht wiederum aus drei Rechtecken. Drei Rechtecke, die unterschiedliche Farben haben und die Koordinaten der Eckpunkte werden zufällig gesteuert. Das heißt, jedes Mal, wenn ich aktualisiere, bekomme ich eine individuelle Grafik zugegeben. Wenn man sich diesen Code ansieht, dann ist das schon deutlich komplexer, weil wir hier eine vielfache Verschachtelung von Schleifen brauchen. Wir brauchen die Verschachtelung, um das Ganze zu füllen. Wir brauchen die Verschachtelung, weil wir drei Rechtecke haben. Wir brauchen die Linienzüge haben. Wir brauchen die Schleife, weil jeder Linienzug vier Vertices, also Eckpunkte hat. Also das ist schon etwas, was gar nicht mehr so einfach ist zum Programmieren. Außerdem brauchen wir an der Stelle ein vierfach verschachteltes Array. Ich würde sagen, für manche Schulen ist das passend, für manche Schulen ist es zu viel und es ist Ihre Aufgabe als Lehrerin oder Lehrer, diese Übung zu vereinfachen. Ja? Also ich denke, mit dieser Übung kann man dann schon ganz gut arbeiten und einige Wochen mit Schleifen, Variablen und TypeScript und Tippen und geschweiften Klammern verbringen. Loops, Loops, Loops. Erstes Beispiel. Nächstes Beispiel ist Funks, Funks, Funks. Vorher hatten wir Loops, Loops, Loops und jetzt machen wir Funks, Funks, Funks. Und diese Funks, 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 die bauen auf dem Grundprinzip eines Smileys. Und da sehen Sie auch, dass ich wieder verschiedene Levels eingebaut habe in diese Übung. Level Nummer 1, da kann man mit den Kindern und den Jugendlichen recht gut arbeiten. Da zeichnet man einfach einen Smiley, indem wir einen Kreis machen, dann zwei Kreise für die Augen. Und dann machen wir einen Kreisbogen für den Mund. Und wunderbar sind wir im fächerübergreifenden Unterricht drinnen, sehen Sie? Hier an dieser Stelle können wir diskutieren, was hat denn Pi da drinnen verloren? Ja, Pi, das sind doch diese 180 Grad, das ist ein halber Kreis. Und wie ist das mit dem Kreisbogen? Und je nachdem, wie tief Sie drauf eingehen wollen, wenn ich es mit sehr jungen Schülerinnen und Schülern zu tun habe, dann sage ich einfach, vertraut mir. Ich kenne mich aus, ich weiß, wie das geht, schreibt es einfach hin und es wird funktionieren. Und dann wollen Sie vielleicht manchmal wissen, was das bedeutet und ich erkläre es Ihnen vielleicht ein wenig, Sie werden einen Bruchteil verstehen, aber später, wenn Sie dann was über Pi hören, dann können Sie sich zurückerinnern, Kontext, dass das mal nützlich war. Ja? Und wenn ich schon etwas ältere Jugendliche vor mir habe, dann diskutieren wir natürlich über Kreisbögen, über Pi, wir simulieren ein wenig und sagen, na was ist, wenn wir da minus 0,2 sagen, was passiert dann? Oh, dann zieht er den Mundwinkel da ein klein wenig nach oben. Ja? Kann man vielleicht ein paar Experimente damit machen, was sieht cool aus? Anschließend, deshalb heißt dieses Ding Funks, 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 erlerne ich den Schülerinnen und Schülern, wie man so etwas da oben, diese ganzen Zeichen hier, in eine Funktion einbaut. Wozu braucht man eine Funktion? Weil man es wiederverwenden möchte. Diese Funktion hat Parameter. Wo soll der Smiley hin? Diese Funktion kann zum Beispiel hier einen Parameter nehmen, ob der Smiley zwinkert oder nicht. Und schon können wir hier mit einer einzigen Zeile einen Smiley hinmalen. Aber eben nicht nur einen, sondern wir können hier ohne weiteres einen zweiten hingeben. Den packen wir hier mal auf die Koordinate 100 beispielsweise. Und dann habe ich zwei Smileys und jetzt habe ich schon verstanden, wozu es eine Funktion gibt. Damit ich den Code nicht duplizieren muss. Das ist die Idee dieses Level 2. Und dann für die Fortgeschrittenen verbinden wir die Loops, Loops, Loops mit dem Smiley und stellen zum Beispiel eine ganze Reihe an Smileys her. Ja, und da drinnen kann ich mich jetzt wieder ähnlich wie im Mathematikunterricht austoben. Ich kann zum Beispiel hinschreiben und sagen, i modulo 2 gleich, gleich, gleich 0, also Rest der Division durch 2, könnten wir hier
ansprechen. Was habe ich denn hier jetzt gemacht? Machen wir mal ein J beispielsweise. Das sollte das funktionieren? Eigentlich sollte es schon funktionieren. Moment mal. Die Skalierung und ja, wird schon so sein. Ah, ja, wird schon so sein. Ah, die sind alle auf 2, weil ich plus ist gleich 100 mache. Ach, was sage ich denn? Ist ja ganz klar. Jetzt sind wir dabei, seht ihr? Die erste Zeile macht zwinkern, die zweite nicht. Die erste zwinkern, zweite nicht. Und schon können wir über den Modulo-Operator fächerübergreifenden Unterricht in Mathematik machen. Ja? Ist natürlich wieder abhängig vom Alter der Schülerinnen und Schüler. Fangs. So, und jetzt an dieser Stelle habe ich jetzt eine Herausforderung, weil wir nur eine Stunde hatten. Und es war auch gar nicht mein Ziel, mit euch die gesamten Übungen durchzuarbeiten. Ich möchte euch nur kurz einen Einblick zeigen, was jetzt noch alles kommt, was ich alles in dem Slide-Deck drinnen habe. Die nächste Übung, die geht jetzt schon in die Interaktion. Bis jetzt haben wir ja nur Creative Coding gemacht. Aber bei der nächsten Übung lernen wir, wie wir mit Maus oder Cursor-Tasten Dinge am Bildschirm bewegen, Interaktion, das ist das nächste Level, das mit dieser Übung erlernt wird. Bitte selbst anschauen und selbst entdecken, ob das was ist. Da sind wir im Bereich von etwas komplexeren Animationen drinnen. Hier geht es darum, dass man ein kleines Feuerwerk programmiert. Ich mache das sehr, sehr gerne. Immer passend zum Jahreswechsel ist das eine schöne Sache, weil dann kann man hier einfach draufdrücken und dann kommt ein Feuerwerk daher. Und dieses Feuerwerk ist wirklich nicht kompliziert für die Kinder und Jugendlichen zu erstellen. Man braucht sich den Code ansehen. Das ist der ganze Code, den man programmieren muss. Den Rest, den kann man vor... Entschuldigung, falsch. Hier. Das ist der gesamte Code, den man für dieses Feuerwerk programmieren muss. Hier kann man noch eine Glückwunschgeschichte reintun und das kann man natürlich auch für Muttertag oder Vatertag oder was auch immer machen mit passender Textanleitung. Die Details, wie diese Feuerwerke explodieren und so weiter, die sind vorgefertigt. Das ist hier drinnen. Wenn Sie professionelle Entwicklerin oder Entwickler sind, viel Spaß beim Ansehen und Korrigieren meines Codes, falls Sie Fehler finden. Aber ansonsten können Sie es den Schülerinnen und Schülern einfach vorweggeben. Also das ist das Feuerwerk. Eher für Kids, die schon ein wenig Vorwissen haben. Vielleicht in Anschluss an Loops oder Fangs. Sokoban, ein klassisches Spiel, möchte ich auch kurz herzeigen. Da sind wir dann schon bei den etwas erfahreneren Schülerinnen und Schülern. Es geht darum, hier mit diesem kleinen Männchen hier die Boxen zu verschieben, ans Ziel zu schieben. Ich mache das mal hier, tschick, Level 1 geschafft. Und das wird immer schwieriger und schwieriger. Da haben wir zum ersten Mal Sound drinnen. Seht es euch an, vielleicht ist das ein interessantes Projekt, was man einige Wochen im Informatikunterricht Schritt für Schritt entwickeln kann. Auch hier ist es wieder so, der eigentliche Code ist hier drinnen, das programmieren die Schülerinnen und Schüler. Alles andere, was man da drinnen sieht, also da haben wir da oben diese Dateien und da unten diese Dateien, die bereite ich üblicherweise vor. Ja, das ist vielleicht etwas zu komplex, je nachdem, in welcher Schulstufe man unterrichtet. Fraktalbaum. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht mehr auf jede drauf zu klicken. Ah, vielleicht doch, dann sehen Sie es mal. Ein schönes Beispiel für fächerübergreifenden Unterricht in Richtung Mathematik. Ich darf das fertige Beispiel mal zeigen. Das hier sieht man recht einfach, ist schlicht und einfach ein Fraktal, in dem eine Linie immer geteilt wird. Dadurch entsteht eine baumartige Struktur. Dann fügen wir wieder mal ein wenig Zufallszahlen dazu, dann sieht das so aus. Und dann fügen wir noch Dicke und Farbe hinzu und plötzlich haben wir einen schönen Busch, einen Baum, den wir generieren können, einfach nur durch ein paar wenige Zeilen Code. Das ist unser Fraktalcode-Beispiel. Space Shooter. Da geht es jetzt schon wirklich ins Eingemachte. Da sind wir jetzt wirklich schon im Schwerpunktunterricht, würde ich sagen, wenn nicht sogar schon auf HTL-Niveau. Man sieht, man kann hier herumfliegen. Hier haben wir dann plötzlich Collision Detection drinnen. Schießen wir so ein Ding mal ab. Ja, also so etwas kann man auf jeden Fall machen. Da unten haben wir eine Raketenanzahl. Wie viel haben wir noch? Wir haben Collision Detection, wo wir getroffen werden können. Also da ist es dann schon etwas aufwendiger. Aber wiederum, es ist machbar, auch für Anfängerinnen und Anfänger. Ich mache das mit 11-, 12-jährigen Kids. Warum? Weil sie das hier programmieren. Den Rest bereite ich vor. Ja, das von Grund auf zu programmieren, wäre viel zu aufwendig.
Was habe ich noch? Einen kleinen Monster Run. Dieser Monster Run, den habe ich in verschiedenen Ausbaustufen. Das wäre jetzt zum ersten Mal ein Jump-and-Run-Spiel. Man sieht, man kann ja herumlaufen mit diesen kleinen Dingen. Übrigens, die Grafiken sind alle nicht frei, aber Sie können sie von mir übernehmen. Ich habe sie lizenziert. Also Sie können sie im Unterricht verwenden. Das ist okay. Ja? Das ist der Monster Run. Und ich schaue auf die Uhr. Ich werde jetzt noch 2 Minuten überziehen. Bitte nicht böse sein. Der Turbo Cook. Das ist auch ein nettes Beispiel, das immer sehr gut ankommt bei den Schülerinnen und Schülern. Das ist einfacher, als es auf den ersten Blick erscheint. Wir haben hier unsere Restaurantmanagerin und da unten bestellen sich die kleinen Figuren Essen. Man sieht hier, diese Dame hat sich einen Burger bestellt. Das heißt, ich muss hier wieder rauflaufen und nach links laufen und dann hole ich mir den Burger ab und dann muss ich diesen Burger rechtzeitig da nach unten bringen. Ich könnte aber auch mehrere Speisen gleichzeitig tragen und ich muss den Burger servieren. Und dann bekomme ich hier, wie Sie sehen, so kleine Herzchen und alles da, alles, was man braucht. Der Code für diese Übung ist gar nicht so komplex. Es geht hauptsächlich um Schleifen und Arrays kann man wunderbar üben in dieser kleinen Übung. Und zum Abschluss, das war schon das Letzte. Genau, das war das Letzte. Schön. Mein Ziel war es, in dieser Stunde Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, warum Stackblitz super ist, was P5JS leisten kann, wie man in der Praxis im Unterricht umgeht mit diesem Forken und Musterlösungen und Linksteilen und so weiter. Und dann wollte ich Ihnen eine ganze Wagenladung an Beispielen mitgeben, von absoluten Beginnerbeispielen, wo man 3 Zeilen Code schreibt und es wird was auf dem Bildschirm gemalt, hin bis zu gar nicht mehr so trivialen Space-Shootern, Jump-and-Run, Geschicklichkeitsspielen und Ähnlichem. Und Sie können jetzt aus diesem Angebot an Spielen wählen und ich hoffe, dass für alle, die heute hier waren, etwas dabei war, dass die eine oder andere Anregung für Sie interessant war und stehe jetzt gerne noch für Fragen zur Verfügung. Ansonsten sage ich aber herzlichen Dank, dass ich eingeladen wurde. Es hat mir großen Spaß gemacht und offiziell ist mein Vortrag damit beendet. Es ist auch 18.01 Uhr, aber wie gesagt, ich laufe nicht davon. Wenn Sie Fragen haben, sehr gerne rein in den Chat oder Mikro einschalten und mit mir sprechen. Ich denke, damit können wir den Abend dann ganz gut ausklingen lassen. Danke an alle, die weg müssen und alle anderen. Bitte schießt los eure Fragen, Feedback, Wünsche, Beschwerden. Dafür bin ich jetzt da. Dankeschön. Ja, hallo Rainer, hörst du mich? Natürlich. Also mal ein toller Vortrag, einmal zuerst möchte ich sagen, super begeistert. Danke. Ja. Danke. Ich hätte eine Frage zum TypeScript. Geht es mehr in Richtung Spielgeschichte oder ist es eine ernsthafte JavaScript-Alternative? Wie ist die Entwicklung bei der ganzen Geschichte? Ja, TypeScript ist definitiv keine Spielerei. TypeScript ist eine der beliebtesten Programmiersprachen, die es im Bereich der Webentwicklung heutzutage gibt. De facto alle professionellen Web-Frameworks, die auch kommerziell eingesetzt werden, wie React oder Angular beispielsweise, de facto alle großen Firmen, egal ob sie Facebook, Google, Microsoft oder sonst wie heißen, setzen auf TypeScript. JavaScript ist der Unterbau von TypeScript. Und TypeScript fügt viele Dinge, vor allem Typisierung hinzu, die bei JavaScript fehlen. Und dadurch, dass man Typinformationen hat, ist IntelliSense besser und ich würde auf jeden Fall zu TypeScript raten, weil die Schülerinnen und Schüler merken kaum einen Unterschied, aber in der Praxis tun sie sich mit TypeScript ein wenig leichter. Es wird übersetzt. Richtig. Ja. TypeScript wird nach JavaScript übersetzt. Ausgeführt wird zur Laufzeit JavaScript. Okay. Ja, dann danke schön. Gerne. Ich möchte es wirklich nutzen. Das ist wirklich ein super Vorschlag gewesen jetzt. Ja? Schön. Freut mich. Sehr schön. Vielen Dank. Danke für das Feedback und danke für die Frage. Haben wir weitere Fragen oder Feedbacks? Wünsche, Beschwerden? Ich freue mich auch über Feedback, wenn ihr sagt, oh, das ist brauchbar oder na, das ist nicht brauchbar, weil. Sehr gerne. Wunderbar. Ah, da kommt noch was. Lieber Rainer, da darf ich mich, glaube ich, jetzt schon ein wenig mit einklinken. Sehr gerne. Also der Tag schon sehr fortgeschritten ist und wir im Hauptraum sozusagen sind, darf ich in Stellvertretung für den Andreas Rippel den Abschluss sozusagen machen. Also ich denke,
Wir haben sehr, sehr, sehr viele Eindrücke heute mitgenommen und vor allem auch dein Vortrag war jetzt sehr impulsiv, sehr intensiv, aber auch sehr lebendig. Also ich glaube, das war wirklich perfekt für den Ausklang. Alle sind noch gespannt mit dabei, aber trotz alledem müssen wir abschließen und sagen, geben wir uns noch ein wenig Feierabend. Morgen 9 Uhr treffen wir uns wieder für den Tag 2 von den E-Education Praxistagen 2022 und ich glaube, der Rainer hat ganz klar gesagt, wie man ihn erreichen kann. Bitte nützen Sie auch diese Gelegenheit und auch natürlich alle anderen Vortragenden und Impulse, die wir heute mitnehmen konnten. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen für morgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, schönen Abend und bis bald. Rainer, danke. Dankeschön.